Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising Nebraska Event Video. Wir stehen hier noch in Valentine und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus heute geht. Lincoln. Ja, bester Auftrag. Das ist bei Leistungsverhältnis her. Ist auch nur ein bisschen weite Strecke. Also, wir fahren jetzt wieder 316 Meilen, 5 Stunden Fahrzeit, 6 Stunden Fahrzeit. Fahren dann durch Norfolk durch und bei Omaha fahren wir dann wahrscheinlich am Kreuz von Omaha südlich nach Lincoln. Terminalzugmaschinen mal wieder. £29.000 Pfund. Ich schaue mal einfach Spaß, jetzt gerade mal nach. Ob wir hier von den, ja Jens, nee, der meint, ob wir hier von vielleicht die Autos sind vielleicht neu, aber ob wir schon irgendwie auch so Camper haben, wäre ja auch nicht verkehrt, wenn wir die dann fahren. Also, ist ja schließlich neu. Ah ja, hier, RV, Alex nach Stockton. Und die Quads gibt es ja auch, aber wir fahren Terminalzugmaschinen, wie gesagt, nach Lincoln. Okay, here we go. Dann wollen wir mal los. Wird wahrscheinlich um Ecke sein, jawohl. Direkt um die Ecke sogar. Auch schön, dass der Weg ein bisschen länger ist und dass man nicht direkt dann hier die Barriere so, wenn man ohne Mods spielt, die Barrieren deaktivieren, also dass man da noch ein bisschen weiter fährt und nicht gleich das direkt in der Fresse hat. Gut, entwickeln können wir ja schon. Kommen wir ja her. Ist jetzt wahrscheinlich hinterm Gebäude oder ist es hier vorne rechts? Hinterm Gebäude. Okay, never mind. So eine Mischung aus beidem. Ah ja. Dann auf geht's. Da wollte ich nicht drauf drücken, aber ist auch schön. Dann fahren wir jetzt die Interstate, den Highway 20 gen Norfolk, dann wird das Highway 20 zum Highway 275 und bei Omaha geht's dann ganz kurzen Abschnitt auf die Interstate 80. Warten wir mal auf die freie Fahrt hier. Nach dem können wir. Go straight.
Tankstelle ist schon echt nice. Die Varietäten. Oh, da wartet jemand sehnsüchtig darauf, jemandem Geld abzuknöpfen. Ein oder andere Einstellung gemacht, auch dass die Scheiben wahrscheinlich automatisch angehen, dass wir da quasi den Sender drin haben. Ich habe jetzt auch hier nochmal die adaptive Geschwindigkeitsregelung aktiviert. Stay left. Sehr schön. Ich habe wieder vergessen nachzuschauen, wo die Sandhills sind. Denke ich ja vielleicht beim nächsten Mal dran. Ich meine, wirkt ja schon gerade, als ob es hier so ist. So ist. Tolles Manöver. Das war ein sehr, sehr schönes Manöver. Schön mit den Silos. Wo müssen wir pinnen? Wir fahren zu Flavor her, ja, okay. Ich glaube, wir waren sogar gerade wirklich tatsächlich in den Sandhills, wenn ich mir das so gerade so anschaue. Ist aber schon ein ordentliches Gebiet von den Sandhills, also wir sind auch schon in der vorherigen Fahrt auf die Sandhills gefahren. Wenn ich das so auf der großen Karte richtig identifiziere. Straight.
Okay. Keine Sandberge. Das ist natürlich auch sehr schön hier, dass wir vorher gerade noch so ein bisschen das Urgras hatten und hier das Gras gemäht ist. Ist auch ein super cooles kleines Detail, wenn wir hier links Mais haben. Schön, dass das kleine Detail auch funktioniert. Also, dass da die Geschwindigkeit angezeigt wird und das auch von Rot auf Grün geht. Oder Gelb und dann Grün. Schon auch. Also wir sind hier bei der, weiß ich nicht, vielleicht Irish Junction. Ich schätze mal, dass es hier zumindest in der Vergangenheit viele irische Einwohner waren. Einfach nur, also richtiger Wild Guess. Wahrscheinlich komplett falsch, aber... Falls ihr es besser wisst, gerne korrigieren. Dass auch beide tanken müssen. Aber schön, dass ihr hier die scharfe Kurve quasi, die KI auch fahren lassen. Wo sind wir? Der Elkin River haben wir, den haben wir. Nice, nice, nice. Und ich glaube, es wird die erste Lage sein, wo wir jetzt rauffahren müssen in Nebraska. Stay right. Als hätte ich es geahnt. Ich glaube, ich komme auch hier so rein. Das war jetzt wieder ein bisschen zu stark. Und dass ich nicht irgendwie scheint jetzt zu funktionieren. Okay, let's find a new route. When possible, make a U-turn. Please make a U-turn when possible. Wunderbar. Das ist aber kein Wrong Turn oder so gewesen, ne? Nee. Ist beidseitig möglich. Gesamtgewicht von 64.440 Pfund. Und dann können wir die letzten 200 Meilen noch weiterfahren. Schöne Auswahl hier. Kommt nichts, da ist es schwer einsehbar. Da kommt nichts, da auch nicht. Dann kann die wilde Fahrt weitergehen.
Also wie gesagt, ich werde auf alle Fälle nochmal hier von den neuen von den neuen Frachten, sprich die RVs und wahrscheinlich auch die Quads. Ich weiß nicht, was es noch gewesen ist. Aber die auf jeden Fall, die würde ich auf alle Fälle gerne vorher nochmal fahren. Also, die würde ich sehr gerne während des Cruising Nebraska Events fahren, ausliefern, damit sie auch einen Impact haben auf aus Community Goal. Kann ich nicht fahren, das ist nämlich ein World of Schweißauftrag. Also sehr schön hier mit den ganzen Feldern. Doch schon ein bisschen breiter jetzt hier, deutlich gefüllter. Der Fluss, welcher das auch immer gerade war. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie die KI das jetzt machen möchte. Ja, Roadworks ist halt, aber das war's doch schon. Und da sind wir in Norfolk. Ist ja, ja, hier wird viel Energie gewonnen durch die Sonne. Caution, please mind the speed limit. Da muss ich noch mal selber mit reinbremsen. Oh, wieder schön für die das Farm-Equipment, was hier rumsteht. Stop-Fan-Flashing. Das machen wir doch mal. Go straight. Flair Favor von Norfolk. Go straight. Ich weiß gerade gar nicht mal so sicher, ob es nicht vielleicht doch ein Stop wird, aber scheinbar nicht. Schön mit der Kirche links. Ich wollte kurz sagen, dass kurz den Gedanken, dass es gerade das Haus oder die Häuser links brennen, die rechts brennen wegen den Bäumen, aber ich habe die Bäume kurz als Feuer interpretiert, also es gerade geschwenkt ist die Kamera.
Und die nächste Baustelle. Durchfahren. Ah, schön hier auch. Eine Baustelle zum Abladen. Ein bisschen nah an der Pylone lang. Nah, nicht lang. Ja. Ja, was soll ich auch sonst anderes machen, ne? Ah, schön die weiten Felder. Gut, na, da sieht man nicht viel, was bei ihr aufgeht, aber... Das ist schon nice. Da wird deutlich mehr in dem agrarwirtschaftlichen Bereich unterwegs. Da wartet jemand gerade auf den Mähdrescher. Zum Ernten. Wie manchmal die adaptive Geschwindigkeitsregelung einfach nicht reinkickt. Da muss man halt immer noch aufpassen. Den Fluss, den konnte ich mir nicht angucken, wenn man blind auf die falsche Taste hämmert. Gut, haben wir das übertrieben gesagt, aber... unsere Abfahrt sein. Dürfen wir uns gerade Omaha nähern. Also gut, Omaha nähern sowieso, aber wir sind jetzt glaube ich gleich bei den Ausläufen von Omaha. Ja. Na ja, gut. Einmal geht es noch jetzt gern Osten und dann sind wir bei den Ausläufen. Da hat jemand vor uns eilig. Sonst hätte er uns ja wohl kaum überholt. Vor der Abfahrt.
haben wir den Zugnetz, das also wir haben den Zugstreckennetz das ganze Zeit immer zu sehen. Das ist schon echt cool. So, hier auch wieder ein schöner breiter Fluss. Gut zu wissen. Eieieiei. Die Kollegin lässt uns im Glück vor. Junction. Dann geht's auf den Interstate 80 West gegen Lincoln. Und dann sind wir auch schon so gut wie da. Erst auf meinen Omaha. Na? Völlig aufgeblendet? Okay, jetzt. Ja, super. Da war wahrscheinlich woanders kassiert. Warum? Das war da nicht eine 8? 8 und 8 sind nicht wenig, oder? Muss jetzt eigentlich 5 von. Was auch mal nochmal gewesen sein. So viel Platz und sie lassen einen einfach nicht rein. Kann man sich auch nur dumm und dämlich binken. ...52 Meilen noch bis Lincoln. Aber mal mitten im Feld eine Skulptur. Moment. Und hier haben wir den Platte River. Groß, aber wenig Wasser. Die Frage, ob es allgemein so ist oder ob es quasi nur bei viel Regen, bei Flut und so. Mit dem überfüllt das schön lange Güterzug, glaube ich. Oder ob das normaler Pegel ist. Erst auf mal den Lincoln. Ja, fahr ruhig. Platz hast du genug. Habe ich jetzt gerade gar nicht gemerkt, weil ich habe ich die letzte Woche gesehen. 55. Stay right, then exit right. Okay. Schön hier mit den. Exit right. Wenn das Gebiet. Please mind the speed limit. Ja, ich bremse ja schon.
Ah, das ist schon sehr schön, den ganzen Zugverkehr, den man jetzt hier mittlerweile hat. Jetzt gar nicht, würde ich darauf achten, ob hoppla. Ob da prinzipiell auch ein Zug hätte hinfahren können. Also man kann sich auch mal entscheiden hier, wa? Gut, ich nehme jetzt die Vorfahrt. Also ich habe zwar nicht mal Vorfahrt, aber dann wird es immer aufhören, hier da immer hin und her zu stehen, vorzufahren und mich dann hier doch hängen zu lassen. Cool. Mit der kleinen Schranke. Der kleinen Security. Finally, we are here. Muss ich hin? Wahrscheinlich geradeaus, ja. Dann laden wir mal die Terminalzugmaschinen ab. Kassieren die Kohle. Muss ich nochmal schlafen? Wahrscheinlich schon, oder? Ausgezeichnet, Terminalzugmaschinen von Valentine nach Lincoln geliefert, Gefahrenstrecke 320 Meilen. Dauer 34 Minuten, verbrauchter Kraftstoff 47 Gallonen, erledigte World of Trucks Aufträge. In ATS war der mittlerweile 171. Neues Level, Level 33, es gab dafür $26.348, 865 Erfahrungspunkte und stimmt, neues Level, das heißt, es geht nochmal ein hoch auf hochwertige Fracht, damit auch Level 6 bei hochwertiger Fracht, plus 30% höhere Vergütung, ein Einstieg um 5% für, also eigentlich müsste es ja plus 5% höhere Vergütung heißen, in Klammern, 30% insgesamt für Lieferung hochwertiger Fracht. Das ist ja schon sehr misleading, kann man halt nicht anders sagen. Auch wenn es nicht falsch ist, aber also falsch, nicht falsch vom Rang 0 her, aber ja. Ich denke mal, da wollte ich gar nicht hin. 6 Stunden. Es kann halt sein, dass wir nach Sydney fahren. Und wenn wir nach Sydney fahren, sind das 6 Stunden 13. Das, ach. Ich würde sagen, wir stellen uns gleich irgendwo hier in der Nähe hin. Außerhalb der Security-Schranke und dann. Spielen wir einfach mal ein bisschen Lotto, ob wir schlafen müssen, oder ob wir dann. Kommen wir jetzt raus? Hier vorne schauen oder ist da hinten? Ich komm hier vorne raus. Spielen wir ein bisschen Lotto, ob wir da im Einrutsch durchkommen oder nicht. Dann haben wir wenigstens noch eine Tagesfahrt. Alles schon cool mit den abgestellten Waggons hier. Außerhalb das zu machen, ist natürlich auch eine gute Idee gewesen. Wait.
Können wir uns hier vorne hinstellen und kommen dann wieder leichter hin? Ja, John Smith. Probieren wir es aus, würde ich sagen, ne? Probieren wir es einfach mal aus. Und stellen uns hier hin. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Entweder hier vom Cruising Nebraska Event oder vom Trade Connections Switzerland Event. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.